Prophet berichtet, er sagt, die Offenbarung der Wahi hat begonnen, indem er sallallahu alaihi wasallam klare Bilder in seinem Traum gesehen hat und er sah das dann demnächst in einem bestimmten Zeit, ja, nach einer bestimmten Zeit, sah er das, was er sallallahu geträumt hat. Okay, es war eintreffend. So haben die Zeichen begonnen. Und bis heute ist es einer der Zeichen der rechtschaffenen Menschen, dass sie Andeutungen, in ihrem Leben entnehmen. Aus was? Aus Ru'ya. Aus Ru'ya. Und das passiert viele Leute. Er hat einen wahren Traum gesehen und er kann dir bis heute noch von diesem Traum berichten und sagt, nachdem ich diesen Traum gesehen habe, ist mir das und das und das passiert. Ru'ya. Die hat ihre Bedingung, dass es einfach klar und deutlich ist und dass es auch einen bestimmten chronologischen, sag ich mal, Ablauf hat. Nicht, dass du sagst, okay, ich war gerade im Mekka, hab drauf gemacht und plötzlich war ich in der Disco. Was soll das bedeuten? Es ist kein Traum, keine Ru'ya, sondern einfach Shu Adraf Ahlam. Die erste Art der Offenbarung war Ru'ya Sadiqa, die wahren Träume des Propheten alayhi salam. Punkt Nummer 2, قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا. Dass der Engel in einem Gestalt von einem was kam? Mensch. Und er sprach mit dem Propheten alayhi salam. Und er sprach mit dem Propheten alayhi salam. Sallallahu alayhi wa sallam.